Schlimmer als in der kommenden Woche kann es bei verbotener Liebe gar nicht werden. Aber damit ihr ein wenig getröstet seid, will ich euch schon mal ein neues Gesicht vorstellen. Und zwar mich. Ich bin Vicky Hart. Ich spiele ab sofort den Dr. Jo Helmke bei verbotener Liebe. So, das wäre erstmal alles. Jetzt willkommen zum Clipping. Ansgar wähnt sich in Sicherheit. Sein Plan, an Alexas Vermögen zu kommen, scheint zu funktionieren. Und zwar, indem er ihr große Liebe vorspielt. Es ist nur blöd, dass Alexa so verrückt nach ihm ist, dass sie ihn auf Schritt und Tritt verfolgt. Entschuldige. Das ist Alexa, ich muss gerade mal antworten. Ich habe übrigens noch mal über deine Idee mit dem Heiraten nachgedacht. Das ist zwar nicht ernst gemeint. Und trotzdem, ich fand die Idee ganz gut. Vielleicht heirate ich sie, lass sie für unmündig erklären und schnapp mir das gesamte Vermögen. Du willst sie wirklich heiraten? Liebes Töchterchen, was tut man nicht alles für ein paar Milliarden? Und nicht nur für Alexa ist Kims Geburtstagsparty ein Ort der Freude. Nein, auch für Emilio. Erst klaut Mertens Emilios Geschenk für Kim und dann eröffnet er ihm auch noch, dass auch noch Kim klauen will. Sie mögen vielleicht wegen mir das bessere Geschenk haben. Aber das wird dir nichts nützen. Sie werden niemals bei Kim landen. Und das werden wir ja sehen. Bitte was? Bitte was? Gott, du bist ja noch naiv, als ich geglaubt habe. Kriegst du nicht mit, wie Kim mich anhimmelt? Sie ist so kurz davor, mit mir ins Bett zu gehen. Am besten ist, du findest dich damit ab. Ich krieg immer, was ich will. Und ich will Kim. Mertens will Kim, Ben Schöne will Elisabeth. Elisabeth möchte sich aber nicht von ihrem Stalker einschüchtern lassen. Das ist aber gar nicht so leicht, denn Ben Schöne ist ihr immer einen Schritt näher, als sie es eigentlich gerne hätte. Justus! Justus! Sie haben gerufen, Gräfin? Ja, Justus, ich weiß, dass Sie es immer gut mit mir meinen, aber mir ist nicht nach einem Rosenbad. Ich habe keine Rosen in Ihr Bad gegeben, Gräfin. Aber sind Sie ganz sicher? Ja, ganz sicher. Wird Alexa Ansgar auffliegen lassen? Wird Mertens seine Chance bei Kim bekommen? Und kann man Ben Schöne endlich fassen? Verbotene Liebe, ab Montag um 18 Uhr im 1.